Was war das für ein bewegtes Jahr für die Titans? In der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B gab es für die Dresdner eine Saison der Aufs und Abs. Vom Kellerkind zum Kandidaten für das Halbfinale der Liga. Bergauf ging es zu Beginn für Trainer Tovas Cevinski. Er wurde vor der Saisonvorbereitung zum hauptamtlichen Cheftrainer bestellt und als Co-Trainer an seiner Seite blieb der Ex-Titans-Spieler Daniel Peurich. Das Trainergespann hatte sich für die neue Runde in einer neuen Staffel viel vorgenommen, doch ging erstmal steil bergab im freien Fall, ganz entgegen unserer Erwartungen. Wir hatten in der Saisonvorbereitung das Gefühl, dass die Mannschaft durchaus was reißen kann. Da hatten wir sicherlich auch ein schwieriges Programm, aber unterm Strich stand, dass wir 5-mal verloren haben aus 6 Spielen und niemand war begeistert. In dieser Phase stimmte es irgendwie nicht in den Reihen des Teams und nachdem der alte Vorstand mit Martin Henneberg, Patrick Schreiber und Hagen Albrecht zurückgetreten war, konnte sich der Chefcoach nicht unbedingt sicher sein, ob sein Trainerstuhl womöglich wackeln würde. Also ich habe durchaus auch am 6. und 7. Spieltag damit gerechnet, dass man mal zum Gespräch gebeten wird. Habe aber sehr zeitig signalisiert bekommen vom Verein, dass man da nicht an mir zweifelt und die Kehrtwende auf jeden Fall mit mir zusammenschaffen will, wofür ich natürlich auch sehr dankbar bin, für den Rückhalt aus dem Verein, vom Vorstand, von den Geschäftsführern, weil ich das auch nicht als alltäglich empfinde. Also alltäglich ist, glaube ich, eher der Cut mit dem Trainer, wenn es nicht läuft. Doch es sollte in der Folge laufen. Mit einem wahren Kraftakt, der extrem wirksamen Verstärkung durch den Deutsch-Israeli Guy Ort und dem tschechischen Center Jaroslav Türner stürmten die heimischen Basketballer dann aber von Sieg zu Sieg. Die gesamte damalige Tabellenspitze wurde in Reihe regelrecht abgewatscht. Am Ende führte diese Serie die Mannschaft sogar auf Tabellenplatz 2, auch dank ihres Kapitäns. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir individuell sehr gute Spieler sind. Und auch an sich ein gutes Basketball-IQ haben. Und ich würde auch sagen, dass eine gewisse kämpferische Leistung auch eine Stärke ist von unserer Mannschaft, da wir uns echt mitten in der Saison einfach zurückgekämpft haben und noch den 4. Platz erreicht haben in der Regular Season. Angesteckt durch die angesprochene Moral, haute eigentlich jeder Spieler mal einen raus, wie die Basketballer sagen. Die Harmonie war da, was man auch beim Abschlusstraining merkte. Beispielsweise die Integration des US-Boys Kevin Butler, der erstmals außerhalb Amerikas auf Korbjagd ging, die des 2-Meter-8-Mannes Jaroslav Türner und die des 26-jährigen Guy Ort, der trotz der Viertelfinalniederlage gegen die Iserlohn Kangaroos viel Positives aus der abgelaufenen Saison mitnimmt. Das war von dem Personal in der Mannschaft, zu dem Management, zu dem Coach, zu den Fans. Es war viel schöne Menschen, die ich getroffen habe und viele gute Leute, die ich neu kennengelernt und das hat mich sehr gefreut. Es gab aber auch nicht nur rosige Situationen in dieser Spielzeit. So zeigten die Elbriesen immer wieder mangelnde Konstanz. Egal in welcher Spielsituation, ob unter dem eigenen Korb, im Umschaltspiel, im schnellen Spiel, im Rebound vorne wie hinten und eben auch in der Trefferquote. Die Dresdner haben sich teilweise selber geschlagen. Wir hatten Phasen, haben wahnsinnig schlecht Freiwürfe geworfen. Es war gerade am Saisonanfang echtes Problem, dass wir aus Spielen gegangen sind und 50% von der Linie geworfen haben. Da ist es schon sehr schwer, ein Spiel zu gewinnen. Ab Mitte der Saison hat sich das stabilisiert. Dann gab es sicherlich immer mal ein Spiel, wo das nicht so toll war. Aber gab auch Spiele, da haben wir 70-80% geworfen, was absolut in Ordnung ist. Das gleiche gilt für 2 Punkte aus dem 2- und 3-Punkt-Bereich. Wir hatten Spiele, da schießen wir 45% von der Dreierlinie und dann gibt es Spiele, da schießen wir 15, wo dieselben Spieler in denselben Situationen die gleiche Anzahl von Würfen nehmen. Das ist etwas zum Haare raufen. Und dasselbe in Korbnähe, da haben wir Tage dabei gehabt, da waren gerade Smith und Turner wahnsinnig stark und konnten gefühlt nicht daneben werfen. Der Max hat ein paar Körbe, wie wir sagen, so schön reingewippelt und dann gab es Tage, da lag da ein Deckel auf dem Korb. Die Enttäuschung über das frühe Aus in den Playoffs ist noch riesengroß, doch Vorstand, Fans und Spieler wollen in Zukunft dennoch mehr. Es wird auch das Wort Aufstieg offen bei den Titans deutlich ausgesprochen. Grundlage dafür ist natürlich eine konkurrenzfähige Mannschaft. Die tragenden Säulen des jetzigen Teams jedenfalls haben alle signalisiert, auch in der kommenden Runde in Dresden spielen zu wollen. Auch der größte Punktelieferant der Saison, Damon Smith. Doch der knüpft allerdings eine Bedingung an sein Wiederkommen. It rains a lot. It rains a lot. Es hat wirklich zu viel geregnet. Nun, der Regen an sich ist ja ganz okay, aber es gab zu wenig Schnee. Ich wollte, dass es viel mehr schneit. Der Regen macht einen immer so müde. Aber naja, was soll's, alles in Ordnung. Denkbar ist wie immer alles.
Eine Liga höher wäre auch den fantastischen Fans zu gönnen. Immerhin sagen alle Spieler der Titans, unsere Halle ist die beste in der Pro B-Liga. Schauen wir mal und warten auf die kommende Saison.